So, Freunde, ihr seht, hier sind 4 mit Lokmodulen ausgerüstet. Irgendwo hier überall sind die Leute mit dem Handy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Evoli können wir noch entwickeln. Ich bin so, so sehr gespannt, was daraus wird. Nicht wie viel EP wir bekommen haben, aber es ist wahnsinnig viel. 24! Hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Pokémon Go Video. Ihr seht, ich habe noch dasselbe T-Shirt an wie im letzten. Das liegt daran, weil es nämlich noch wirklich genau derselbe Tag ist. Wir ziehen jetzt nämlich los und fahren in die Stadt, denn es gibt ein paar richtig krasse Dinge und heute wird sehr, sehr viel in dieser Folge wahrscheinlich passieren. Erstens, ja, habe ich 2 10-Kilometer-Eier, die in gerade mal 500 Metern schlüpfen werden. Und zusätzlich habe ich von ein paar Schülern, die hier wohnen und mich kennen, denen habe ich erfahren, dass es in der Stadt einen Spot gibt, an dem 4 Pokestops gleichzeitig erreichbar sind. Der liegt mitten in der Stadt, so zwischen Rathaus und, naja, egal, kennt ihr eh nicht, wenn ihr nicht hier wohnt. Und da gibt's ein Café, da kann man sich reinsetzen und kann 4 Pokestops gleichzeitig abklappern, was natürlich auch andere Leute tun und deswegen dort auch die ganze Zeit Lokmodule installieren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dahin los und ich bin unfassbar gespannt auf die Eier und auf die Action dort. Okay, ich bin gespannt auf Eier, das klingt ganz, ganz komisch. Wir gehen es trotzdem, bis dann, tschüss. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ihr seht, ich bin jetzt hier mittlerweile in der Stadt. Ihr seht, hier vorne, ja, sind 5 Spots, von denen 4 mit Lokmodulen sind. Hier sind nochmal 2 und das ist genau da vorne. Und da gehen wir jetzt auch hin. So, Freunde, ihr seht, hier sind 4 mit Lokmodulen ausgerüstet. Irgendwo hier überall sind die Leute mit dem Handy. Drüben ist direkt mal ein Enton. Ja gut, wir müssen erstmal looten. Ach nee, wir sind noch 2 weg. Boah, ich hoffe, man sieht das ordentlich. Es ist nämlich schon arg hell. Ah, okay. Links sollte ich nicht mehr werfen. Hi. Servus, bist du der Clemens? Ja, bin ich. Ja, klar, können wir ein Foto machen. Servus. Ein Foto mit dir machen? Ja, klar. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig im Pokémon zocken. Ja, klar. Ja. Echt krass hier. Ja. Vorhin die ganze Zeit. Übel, richtig übel. Wir sind eigentlich immer alle 4 Module aktiviert. Ja, richtig krass. Also ich habe jetzt auch noch 3 dabei. Warte, halt mal bitte kurz, ich muss dieses Enton fangen, verdammt. Was für ein Team seid ihr? Rot. Ich bin gelb. Ah, sehr gut. Vorne am Königsplatz ist auch nochmal so ein Double Spot, wo jetzt auch schon wieder 3 oder 4 aktiv sind. Das ist der Wahnsinn. Also hier geht so die Action, das ist echt heftig. Ich glaube, ich komme jeden Tag hierher. Hey. Hi. Hast du was dagegen, später ein Foto zu machen? Ja, wir können auch jetzt gleich ein Foto machen. So, erstmal ein paar coole Leute getroffen und mit denen Fotos gemacht. Und die haben mir gesagt, dass der einzige Punkt, an dem man alle 4 Spots gleichzeitig erreicht, natürlich dort auf den Gleisen ist. Wir versuchen das trotzdem ein bisschen auszutricksen, indem wir uns da drüben an das Ding da dran setzen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Bis gleich. Ah, Mann! Oh, und schon wieder ein Ei. Heftig. Ihr seid alle wegen Pokémon da, oder? Ja. Also keine Panik, ich filme einfach nur ein bisschen für ein Video, weil ich will einfach nur mal zeigen, was hier eigentlich abgeht. Das ist einfach so krass. Ich hab grad ein Entoron. Nein! Ich hab fast ein Entoron. Mit 617, Alter, das ist der Wahnsinn. Ja gut, ich bin erst Level 14. Was heißt erst? Aber es wird jetzt ein bisschen schwierig, das mit links einhändig zu werfen. Vor allen Dingen nur den zu schwach. Hier will dem Viech erstmal Himbeeren. Oder Himbeeren. Ich meine, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Wir stehen hier auf dem Platz mitten in der Stadt und die Leute sind einfach alle hierher gekommen, um Pokémon zu zocken. Was ist nur los mit der Welt? So, Freunde, ich habe mir mittlerweile, habe ich mich hier hingesetzt und habe mich hier ins Café gesetzt, was nämlich genau neben dran ist, da war aber die ganze Zeit kein Platz frei. Und gönnen wir jetzt erstmal hier schön ein Eiscafé, damit es hier natürlich weitergeht. Ja, denn wir wollen natürlich der krasseste Pokémon-Trainer der Welt werden. Deswegen müssen wir hart um diesen Titel kämpfen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade, ja, komme ich so langsam heute an den Punkt, wo ich ehrlich gesagt schon fast keinen Bock mehr habe. Es wird irgendwann auch ein bisschen eintönig, ja. Also du bist halt wirklich einfach nur hier die ganze Zeit am Sitzen, fangen, Pokestops abfahren. Zwar übelst krass zum Leveln. Ich meine, jetzt bin ich gleich Level 16, aber es wird halt eben auch irgendwann dezent langweilig. Deswegen, weil ich irgendwie momentan mehr Bälle verbrauche, als ich
überhaupt sammeln kann über die drei Pokestops hier durch das ganze Fangen, werde ich mich jetzt auch, sobald ich jetzt hier mit dem Eiskaffee fertig bin, von hier wegbewegen. Ich habe gerade nämlich von den Jungs einen heißen Tipp bekommen, und zwar das dort hinten, 300 Meter den Berg runter. Scheinbar überall Shigis sind. Das wäre natürlich super geil, denn damit können wir uns ein schönes Turtok bauen. Und hier ist gerade ein Fleckmon gespawnt. Also es ist richtig, richtig krass. Bis gleich. Tschüss. Mir irgendwie schon fast leid, das zu sagen, aber ich musste jetzt leider wirklich gehen. Ich hatte keinen einzigen Pokéball mehr. Na gut, ich hatte schon noch ein paar, beziehungsweise ich habe auch jetzt noch ein paar, aber das sind halt nur so, falls mir jetzt irgendwas super Seltenes über den Weg läuft, dass ich überhaupt noch irgendwas habe, um die zu fangen, aber grundsätzlich eigentlich komplett leer. Deswegen laufe ich jetzt auch einfach nur gerade ein bisschen planlos durch die Stadt, versuche ein paar Pokestops abzuklappern, um wieder meine Bälle aufzufüllen. Ich möchte eigentlich schon wieder so auf 100 kommen und ich glaube, wir nehmen uns jetzt einfach mal einen ruhigen Fleck. Ach, der hier sieht eigentlich super aus. Und dann zeige ich euch jetzt mal alles, was passiert ist in den letzten anderthalb Stunden. So, Freunde, ihr seht, es ist gerade aufgeploppt. Ja, nur noch 20% in der Batterieladung. Also es ist schon krass, ja. Ich meine, ich bin jetzt 2 Stunden unterwegs circa. Ich weiß nur, also ich bin mit 100% losgefahren. Ich weiß nur, normalerweise hält mir der Akku wirklich 2 Tage. Deswegen bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, als die Powerbank rauszuholen. So, und was jetzt alles in der Zwischenzeit passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe jetzt 191 von 250. Als ich losgegangen bin, hatte ich glaube ich 60. Das heißt, ich habe 130 Pokémon gefangen. Ich weiß, dass das erste Pokémon hier in der Station auf jeden Fall... Nee, hier genau eben. Es war das Electek, was ich im Bus gefangen habe, was ich euch leider nicht zeigen konnte. Schaut mal hier, wo der Balken ist, ja, auf dem Bildschirm. Das hier hatte ich davor. Das hier, ab hier kam alles danach. So, was wir jetzt mal machen, ist nach Namen sortieren. Und... Wow! So, die können wir erstmal alle rausschmeißen. Ja, das könnte jetzt eine Weile dauern, Leute. Ich kürze euch das natürlich ab. Ja, das war schon sehr auffällig, von was wir am meisten haben. Dann haben wir 2 Enteron. Eins davon war aber super schwach. Evolis, dazu kommen wir gleich noch, denn die können wir nämlich gleich entwickeln. Das wird richtig nice. Fleckmons hatten wir auch eine Menge, aber nicht so viele, wie ihr seht. Goldinis gab es auch ein paar. Habitax natürlich ohne Ende. Dann hatten wir 2 Hornliu. Ja, das Hypno, das ist ja noch mein eigenes hier. Dieses hier, das habe ich vorhin gefangen. Dann gab es ein Ibitak, aber das ist unfassbar schwach mit 72. Die habe ich schon alle mitgebracht. Die Carpathos, die habe ich jetzt schon alle rausgeschmissen, die werde ich brauchen. Das Krabi hier, das, ach, ganz ehrlich, ja, Mensch, Krabi, geh mit Apo spielen. Dann haben wir hier, ja, wie ihr seht, 7 Quapsels gefangen, von denen können auch ganz viele rausschmeißen. Es ist einfach der Wahnsinn. Hier, schaut euch die ganzen Radfratz an, ja. 15, 18, 21, also insgesamt haben wir 24 Radfratz. Dann noch ein paar Radikal. Dann hier 2 Rettern. Rosana haben wir hier keins gefunden. Chigi jedoch 1 Stern, du. Taubsies, oh mein Gott. Das sind 24, 27 und Zubats natürlich auch eine Menge. Ja, ich melde mich jetzt gleich, wenn ich alles rausgeschmissen habe. So, Freunde, ich habe jetzt von allen Pokémon, ja, alle entfernt, die wir nicht brauchen. Die sage absichtlich nicht brauchen. Ich habe, ungelogen, 15 Taubsies behalten, denn die werden wir heute Abend alle noch brauchen. Ich laufe jetzt einfach hier gerade ein bisschen durch die Stadt mit der Powerbank dran und ja, versuche wieder meine Bälle aufzufüllen. Ich glaube, jetzt bin ich seit 4 Stunden bald unterwegs. Ja, nur hier am Rumrennen, Pokémon fangen, all das. Und zu Hause gibt es dann noch ein richtig fettes Leveling. Also ich bin mir sicher, Level 17 schaffen wir heute locker noch, wenn nicht sogar vielleicht 18. Das wären dann wirklich 8 Level an einem Tag und zwar nicht die ersten 8, ja. Deswegen, das ist alles ziemlich krass, Freunde, und ich filme euch einfach noch ein bisschen was mit und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Bis dann, ciao. Ganz ehrlich sagen, es ist so, dass es so krass ist, ja, wie Pokémon Go gezockt wird. Ich hätte das nie im Leben erwartet. Ja. Überall siehst du auf den Plätzen nur noch die Menschen rumstehen oder rumsitzen mit ihren Handys und Pokémon Go zocken. Ja. Was man früher gesagt hat, Leute, dass die Hände
von WhatsApp und so weiter ist jetzt schon innerhalb von einer Woche Pokémon Go geworden. Alter, ich weiß nicht, was da abgeht. Das ist so krass einfach. An dem Platz, an dem ich vorhin saß, ungelogen, ich habe 50 Leute gezählt, die dort gleichzeitig saßen. So, jetzt habe ich gerade bemerkt, dass ja schon seit 2 Stunden das erste Pokémon Go Video online ist und ich schaue mir gerade eure Kommentare durch. Ich wollte gar nicht antworten. Ich antworte dir doch nicht, Depp. Ich antworte niemandem. Nein, Spaß. Freunde, das ist eben auch Pokémon Go. Ja, ich habe jetzt hier gerade geguckt, wie ich jetzt möglichst viele Pokestops auf dem Weg nach Hause zum Bus mitnehmen kann. Und dieser Weg führt genau hier lang. Den hätte ich niemals entdeckt oder so, geschweige denn dran gedacht. Ehrlich, bitte vergesst eines nicht. Es geht bei der ganzen Sache, wie bei jedem anderen Game, um Spaß, ja. Der einzige Riesenvorteil hierbei ist, er bringt die Leute eben doch irgendwie nach draußen. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr so lange bewusst draußen, um wirklich was in der Stadt zu erledigen. Ansonsten immer irgendwie kurz raus, was machen. Irgendwie vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rumlaufen und wieder gehen oder vielleicht auch mal eine Stunde oder so, aber keine 4 oder 5 Stunden am Stück, ey, Wahnsinn. Vor allen Dingen dabei auch noch ungefähr 10 Kilometer gelaufen. Wahnsinn, echt. So, meine Freunde, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause angekommen, ja, und zwischendrin sind jetzt noch 2 Viecher geschlüpft. Dieses ziemlich starke Paar, was? Ja, ansonsten, ehrlich gesagt, habe ich vergessen, was das andere war. Ihr seht jetzt hoffentlich eingeblendet mein iPhone, das ich jetzt gerade wieder über einem MacBook aufnehme. Ich habe ehrlich gesagt noch keine andere Möglichkeit gefunden, ein iPhone aufzunehmen, als über den MacBook. So, und was wir jetzt nämlich machen werden, wir nehmen jetzt dieses Glücksei und werden jetzt erst einmal die Taubs... Freunde, ich sag so ungern, aber schaut euch diese Taubs jetzt an, all diese hier werden wir jetzt leveln, beziehungsweise, nein, nicht leveln, wir werden sie jetzt entwickeln. Nummer 1. Schnapp, das Tauboga hat 462, guck mal hier, der Taubas hat gerade mal 404, völlig für den Arsch irgendwie, und er hier so, Buja, Motherfucker. Gut, das wird auch der stärkste gewesen sein. Wir entwickeln jetzt erstmal alle. Und ja, so traurig das klingt, ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin. So, meine Freunde, alle Taubsies sind jetzt zu Taubogas geworden. Schaut euch das an. So, das war's aber noch nicht, denn jetzt geht's hier nämlich weiter mit den 4 Ratzfratz, die auch entwickelt werden. Go! Boah, Alter, 583 hat der. Leck mir doch die Eier. Nee, lass es besser. Ja, fände ich jetzt gar nicht mal so angenehm, meine Freunde. So, und jetzt kommt noch etwas, worauf ich mich besonders freue. Und zwar das Quapsel wird nämlich auch entwickelt. Yay! Ah, das eine Habitat. Das können wir noch entwickeln lassen. Das war... Oh, das ist irgendwie gerade so angenehm, das zu sehen. Oh, 500! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Evoli können wir noch entwickeln. Ich bin so, so sehr gespannt, was daraus wird. Wir haben eine 1:3 Chance. Entweder wird es ein Aquana, ein Flamara oder ein Blitzer. Und es wird... Komm schon, bitte über 600! Bitte über 600! Ja, ein Blitzer! Yes! So, Freunde, das Spannende ist jetzt natürlich, jetzt pass auf, Level 17 Aufstieg, ich weiß nicht, wie viel EP wir bekommen haben, aber es ist wahnsinnig viel. 24! Oh mein Gott! Wir haben gerade mit dem Glücksei zusammen 24.000 Erfahrungspunkte gemacht durch die ganzen Entwicklungen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein mega, mega Mittag für mich. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Bis dann. Tschüss.